Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deck Pro ist Trigott mit einem Dino True King Deck. Offizieller Name True King Dino. Ja, er hat halt Dino True King geschrieben. Und wenn man sich das Verhältnis anguckt, ist dieser Name auch durchaus berechtigt, würde ich mal sagen. Wir haben zwei Säbels auch, ja. Aber wir haben ein Fossil Deck. Grundsolide Start hat, also eigentlich überhaupt nicht, aber. Wir haben Fossil Deck. Ja. So, war mal dich, da haben wir dich. Oviraptor. Ja. Mal schauen, wie jetzt das Play aussieht. Hier ist der Field Spell. Ja. Und ich hätte gerne so rum. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie liest sich der Oviraptor. Ich genau, das will heißt einen Dichter. Nee. Oder? Ja, doch. Ja, aber bitte ja. Auf den Friedhof. Die kennen doch aus der Hand auch sowieso Millen. Wir wollen ihn jetzt aber. Ja, ist egal. Wir wollen ist egal. Wir wollen auf jeden Fall. So, jetzt ist auch ein Friedhof. Okay, so, dann Effekt ich deinen Effekt, genau. Schuss. Und stattdessen fliegst. Geht mal vom Deck. Ja, welcher? Der oder der? Ist wurscht. Nimm mal den. Ist wirklich egal. Weil in diesem Zug ist die Nicht-Angriffsklausel noch völlig wurscht. So, und dann hätten wir gerne den Phantasme. Den hier. Den Saber-Sword, ja. Weil Kanikel ist eh tot. Und dann können wir ein Lagia bauen und abgeben. Da. Nicht optimal. Aber was Ordnung. Will man machen? Ich finde das so dumm, dass Lagia ein Drache ist. Mhm. Aber ist halt von der Lore her schon irgendwo logisch in den Evolsas. Ja. Ich meine, wir alle kennen die Evolutionsgeschichte, ne? Mhm. Hase wird zu Dinos, wird zu einem Drachen. Ja. Aber das ist noch okay. Ich glaube, das will er aber nicht machen. Er spielt mit Might. Das will er jetzt aber trotzdem nicht machen. Ich habe mich ja gerade nur die Might gewundert. Ja. Aber ich bin der ganz festen Überzeugung, dass er das nicht machen möchte eigentlich. Ja, ja. Ich sag, mich hat halt nur gerade die Maid überrascht. Das ist ein Drachenschrein. Was ist das für einer? Das ist der Stufe 8 Empfänger. Ach so, das war der. Das heißt, der Typ spielt mit Zolkin. Okay, dann halt kein Steineffekt in der Endphase für dich. Gut, behalten wir unseren Fieldspell. Ja, gönn dir. Ist ja gut, Mensch. Ja, ist gut, ich hab's kapiert. Er ist jetzt durch drei Traitern und einen Karten des Einklangs durch, ne? Mhm. Okay. Oder waren es zwei Traitors? Ich war, glaube ich, nur zwei, glaube ich. Das ist ein Silver Scry. Hallo, Zolkin. Ja, das kann Zolkin werden. Wenn es keiner werden würde, hätte er den anderen geholt. Na bitte. Also er hätte actually vorher noch... Ach, die Spalkin? Er hätte actually aber vorher noch unseren Kollegen über den Haufen schießen können. Das wäre actually mehr Damage gewesen. Okay, zugegeben, Bischbalkin entsprach jetzt nicht ganz meiner Erwartung. Das dagegen... Was kann der doch mal, der Bischbalkin? Der kann uns Spielmarken aufs Feld kotzen und sich buffen für jedes Monster auf dem Feld. Also er kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden, 1000 Attack für jedes Monster. Und der kann uns einmal pro Zug beliebig viele Spielmarken aufs Feld setzen, aber nur maximal so viele, wie er sich auch holen kann. Und sagen wir ihm sein Feld mit Dino-Spielmarken vollkotzen. Ne? Mhm. Anders als können die tributet werden und der spielt Blue Eyes. Ist also auch ein bisschen problematisch. So, jetzt müssen wir jetzt mal gucken, wie werden wir den denn los? Was sagt denn das Extra-Deck, wie wir den loswerden? Das Extra-Deck sagt, hol dir deinen scheiß Kaiju. Oder wir kasteln ihn immun die Ohren. War da nicht jedem irgendwas? Also, was ist alles immun nochmal? Nicht durch Karten-Effekte zerstört? Kann nicht durch Karten-Effekte zerstört werden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, warte. Das interessiert sich Kaiju jetzt eher weniger dafür. Ansonsten Moment, aber Moment. Wer kann wir alles nicht zielen? Wie war das jetzt auch mit dem Fieldspell? Nur er darf irgendwie nicht. Wir dürfen fröhlich, ne? Moment, Solange dein Gegner kann er. Okay, er, wir dürfen alles zielen, was wir wollen. Okay, das heißt, wir können jetzt... Keins Kastel. Machen wir es mal den. Nee. Wie soll man Kastel holen? Wie viele Monster haben wir gerade im Grave? Okay, wir können also mit Phantasmal 4 banishen, um den nächsten Oviraptor aus dem Deck zu holen. Ja, das wäre das Einfachste.
4. Du und du. Macht nichts, sie kriegen bloß 3 Stück. Und haben damit immer noch genug für die Xyz-Beschwörung. Gut, wir können ihm keine weitere Zählmarke hinkotzen, aber... Großer Bus an den Leuten, die es juckt. Dann holen wir mal ein Doku. Warte mal. Nein, wir wollen den ganz großen haben, glaube ich. Geht auch. Wir können ihm einfach sein Feld zubucken und drüber latschen. Ja. Ja. Ja, genau. Wir hätten ihn gerne auf der Hand. So, dann normalerweise müssen wir nur noch 2 Dinos im Grave kriegen. Was wir hinkriegen. Nehmen wir jetzt einfach Kastel holen. Mhm. Der hat sich gerade ganz ordentlich selber ins Knie geschossen, fällt mir gerade so auf. Soll ich ihn verdecken? Dann haben wir noch mal 1000 Schaden mehr. Dann haben wir keine 2 Dinos im Friedhof, nevermind. Nee, pass auf, wir mischen... Wir mischen eine unserer eigenen Spielmarken rein. Da können wir nämlich noch einen Dino normeln. Dann ist noch mehr Damage. Wir müssen trotzdem irgendwie die Zeug in... Ah, nee, Quatsch. Wir bucken ihm gleich das Feld zu. So, dann können wir nämlich den specialen. Dann würde der gerne mal. So. Genau. Nein. Nein. So, dann noch dich. Mhm. Mit dem Säbelsaurier und dem Token. Ja, wir brauchen nicht unbedingt Verbannungseffekt. Und dann Normals haben wir Tyranno Infinite. Nein, nichts aus dem Deck. So. Und wir haben schon genormelt. Toll. Ah, wir haben den Säbelsaurier genormelt. Richtig. Ja. Ja. Und nochmal. Yes! Glück überhaupt keine elende Klickerei. Das ist richtig. Vor allem aufpassen, dass es sich nicht verklickt. Ah, shit. Gerade sage ich noch mit Verklicken. Na gut, 1000 Schaden. Haben trotzdem Liefel, oder? Ja, nee, aber nicht. Wenn jetzt auch stattdessen... Ja, egal. Nicht so eine Klickerei und nebenher noch reden. Das geht in die Hose. Na egal. Na gut. Die Chance, dass er davon ja, nochmal wiederkommt, ist sehr gering. Wir haben eine 6000 Normals haben und er spielt Blue Weiß, was soll der machen? Das ist ein Anfang, wir haben aber noch den Tyranno. Der ist voll okay. Ja, der ist noch okay. Ich wüsste doch gar nicht, was Blue Weiß Großes holen oder was wir nicht sowieso zugucken könnten. Auch der ist voll okay. Mhm. Ich weiß auf Land, was machen könnte. Ja, der wird eine Karte des ein. Lol. Okay, dann ist halt Ende der Mainphase. Ja. Surrender. Okay. Gut. Ja, dieses Geklick ist echt nervig. Vor allem, wenn man nebenher redet und sich dann nicht gescheit konzentriert, dann passiert nämlich genau sowas. Naja. Wie auch immer. Bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben 3x Säbelsaurier, 2x Konduktor. Einmal Feuer True King, 3x Air True King, 2x Feuer Kaiju, 3x Faschidosaurier, 3x Oviraptor, Carnickel, Tyranno Infinite, 3x Ghost Ash, 2x Babysaurus, 3x Petrianodon, scheiß Name, Maxi, 3x Dai, 3x Fossil Dick, 2 Terraformings, ein Draconic Diagram und 3x Lost World. Extra Deck haben wir Utopia Engine sowie ein Dark Rebellion, 2x Lagia, Ragnar, 2x Dolka, Heartland, Castle, Direwolf, Emerald, Dweller und Cowboy. Also, wie bereits gesagt, ist das hier ein RL-Deck. Der Spruch, Barrier nicht, weil zu teuer, wirkt etwas deplatziert in einem Deck, in dem 3 Ghost Dash drin sind, die jedes Stück für 70 Euro gehen. Davon abgesehen vermute ich aber mal, dass du sagen wolltest, die Ghost Ashes waren schon so teuer, ich will nicht noch viel mehr ausgeben. Was eine nachvollziehbare Argumentation wäre, trotzdem nicht ganz korrekt. Denn... Angenommen, du tust eine Ghost Ash raus und stattdessen einen Naelo rein. Hast du immer noch 2 Ghost Ashes und hast noch 70 Euro, mit denen du das Extra Deck aufpeppen könntest. Was einmal heißt der VFD, der nicht drin ist, und zweitens die Synchro Engine, die dank dem Naelo dann auch möglich ist. Genau. Also,
Ich würde die, Beziehungsweise ich zeige ihn kurz. So, schaut mal den. Da, der da. Genau, also, ich würde die Rabbit Engine kicken. Da, weil das kann bricken. Wie man eben gesehen hat. Ja gut, das war schon highly unfortunate, dass wir zwei von den Dingern gezogen haben. Das war nicht highly unfortunate, das war einfach typisch ich. Ja. Trotzdem. Es war auch highly unfortunate. Dann muss auf jeden Fall der nächste Baby-Sasaurier rein, weil die sechs Dinger da unten die besten Karten im Deck sind. Kleiner Funfact, bevor diese Dino-Karten rauskamen, war der mal limitiert. Inzwischen ist er es nicht mehr. Was komisch ist. Aber jetzt ist er auf jeden Fall noch stärker und nicht mehr limitiert, also... Ja. Spiel den verdammten Penner. Also, wird dann, wie gesagt, ja, ILO rein, Synchro Engine rein und VFD rein, um Gottes Willen. Ja, dann würde ich auf jeden Fall die Juking Engine erweitern, also dreimal Feuer spielen. Klar, Feuer kostet Geld, aber zwei weitere Male müsste klar gehen. Und dann würde ich noch einmal Wasser spielen. Also das ist halt so die Standard-Truking-Engine, so die ich so gesehen habe. Also drei Erde, drei Feuer, ein Wasser. Weil ich sag mal so, es hat einen Grund, warum dieses Deck eigentlich Truking Dino und nicht Dino Truking heißt. Ja, die Truking sind schon wichtig. Und tu diesen verdammten VFD rein, die Karte ist so broken. Und der kostet nicht so viel. Genau, und dann mit der Synchro-Engine kann man halt in der Elo reintun. Halt, wie gesagt, das ist halt die Main-Deck-Sache. Und dann würde ich auf jeden Fall synchrotechnisch halt einen Denglong reintun, der ist super wichtig, damit du auf den True King noch besser gehen kannst, weil Denglong halt auf Stufe 9 gehen kann. Dann auch auf jeden Fall eine gute Sache ist Nutbeast, weil Nutbeast manche Decks einfach komplett zerstört. Allen voran Pendeldecks. Ja, und auch eigentlich alle Decks. Auch dieses Deck hier ist doof, wenn Nutbeast liegt, weil ja, ohne Diagram ist so ein bisschen assi. Okay, ja, aber mit diesem Deck ist es ärgerlich, es ist nicht tot. Ja, Kaiju müssten wir halt ziehen, gell? Oder suchen. Oder ein Kaninchen, aber das fliegt ja raus. Und dann noch ein Trish, weil Trish eine gute Karte ist. Ja. Wobei du auf Trish natürlich nicht mit Denglong gehen kannst, ne? Ist klar. Außer du hast Denglong und 2-2, ja, dann geht's wieder. Ja gut, aber du kannst ja mit der Elo 2-4 auf den Trish gehen. Ja, weil du vorhin gemeint hast, Denglong, damit man weil der gut auf 9er gehen kann, aber das... Auf VfD. Ja. Nicht auf Trish. Trish ist eine 9er Synchro. VfD ist 9er Exis. Das weiß ist ein ich, Unterschied. Sagtest du aber nicht, könnte einer, der nicht ganz so in der Materie drinsteht, vielleicht missverstehen. Ist egal. Also, tun VfD rein, auf jeden Fall, das Ding kostet nichts. Wo kann man Cuts setzen? Man kann. Also, wie gesagt, die Canicle Engine kann man fürs Main Deck. Genau, und im Extra Deck kann man Dolka und Lagia auf jeweils 1 runtercutten. So wie den Utopia Prime rausnehmen. Dark Rebellion tut auch keinem weh, wenn der fehlt. Ja, statt dem Kollegen Direwolf könnte man einen Tornado Dragon spielen, der neue. Der ist so ein bisschen broken. Ich sag dir allerdings kurz. Auch ein bisschen teuer. Mit etwas Glück gibt es den sogar schon auf Dev Pro. Nee, was mich wundert. Echt gehabt. Such mal nach Nummer 38. Ich glaube, das ist Nummer 38. Fast richtig, das war der Hope Harbringer. Dann Nummer 30? Nee, Acid. Nee. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall keine 30er Nummer. Gibt's echt schon einige Nummern. Naja, also, auf jeden Fall Tornado Drache, der ist jetzt neu mit Maximum Crisis rausgekommen. Wundert mich echt, dass es den hier noch nicht gibt. Aber das ist halt eine TCG-Exclusive, die wurde erst ein paar Tage vor... Ding revealed, deswegen... Okay, kann sein, dass die den ja noch nicht drin haben. Ja. Vielleicht aber es kann auch keinen anderen Namen haben, weil es die TCG Exclusive ist, haben sie auf jeden Fall den richtigen Namen. Ja, ich meine, dass er so heißt. Ich guck gerade nochmal. Schauen wir mal schnell. Auch Internet, bitte. Naja. Auf jeden Fall dann. Diagram ist der wichtigste Field Spell. Das andere Ding ist ganz nett, aber Diagram ist einfach zu wichtig. Wobei Diagram natürlich dann vor allem wichtiger wird, sobald du mehr Chukings drin hast. Hier sind jetzt natürlich noch vergleichsweise wenige drin, weswegen in der Relation gesehen, in dieser Situation es natürlich nicht ganz so wichtig ist, aber es gehören mehr Chukings rein und damit wird das Diagramm dann wichtiger. Mhm. So, kind of. Internet hat beschlossen zu funktionieren. Von mir aus.
Schauen wir mal. Doch, er ist einfach Tornado Dragon. Also, es ist nicht meine also Nummer. Keine Nummer. Nein, es ist keine Nummer. Er ist einfach Tornado Dragon. Die einzigen Tornados, die es bisher gibt, sind die hier. Ja. Also, für die, die nicht wissen, was er tut, er braucht einfach nur zwei Level 4er und kann once per turn als Schnelleffekt eine Zauberfalle über den Haufen schießen. Und macht damit nahezu alles besser, was Direwolf nicht auch könnte. Ja. Weil ja, er kann nicht auf Monster gehen, aber Überraschung, Kastel kann das. Ja. Also Tornado Dragon ist eine grundsolide Karte, weswegen... Ja. Ist auch was, was man reintun könnte und jetzt nicht allzu sehr auf den Geldbeutel schlagen könnte. Hast du gerade einen genauen Preis? Für den Tornado Dragon? Mhm. 30 Euro oder so. Ja, wenn oder 40. Wie gesagt, wenn wir nachher bei der Idee sind, dass die Ghost, dass man auf eine Ghost Ash verzichtet. Wobei es natürlich auch sein kann, dass du die drei Ghost Ashes schon hast. LOL! Viel weniger. 15 Euro. RIP! Das ist eine fucking Secret, die ist fucking OP. What the fuck? Was ist falsch mit den Leuten? Na egal. Ich präsentiere freie Marktwirtschaft. Was auch immer. Okay, dann auf jeden Fall rein, würde ich sagen. Ja. Ja. Gut. Dann kriegt dieses Deck, so wie es ist, 13 Punkte. True King Dino ist ziemlich stark. In dieser Fassung ist es nicht ganz so stark, aber obwohl der aufgezählten Änderungen zahlreiche waren, ja, diesen Satz kann man so sagen, hat dieses Deck hier trotzdem noch eine ordentliche Stärke, weswegen es trotzdem noch 13 Punkte kriegt. Ja, aber überleg mal wirklich die Änderungen, die wir gesagt haben. Und Ghost Ash ist wirklich... Also wenn du die letzte leisten kannst. Karte, in die du Geld investieren solltest. Ja, gerade ist geil. Gerade in der Meta, in die wir jetzt kommen, tut ein normaler Ghost Ogre fast genauso viel. Außer halt Rasenmähen. Das, genau, außer Rasenmähen. Aber er kann genauso gegnerische Diagramme verhindern, was ebenfalls sehr wichtig ist. Also, ich würde sagen, wenn du dir die anderen Karten, die wir aufgezählt haben, sind alle sehr, sehr viel wichtiger. Also wenn du nicht mehr Geld ausgeben willst, dann kauf dir alles, was wir gesagt haben und lass diese Ghost Ashes. Und wenn du sagst, du hast genug Geld übrig, dann kauf dir auch die Ghost Ashes. Barrier kannst du dir von mir aus verkneifen. Oder, ja, Side-Deck, über Side-Deck reden wir hier gar nicht. Das heißt, das ist aber gerade gar nicht. Barrier wäre, wenn dann eh nur eine Side-Deck-Karte. Außerdem ist sie schon am Fallen. Das Playset kriegt man inzwischen für 100 Euro. Ja, aus eben genanntem Grund. Ja, und nicht mehr für 200. Das ist durchaus solider Drop. Nein, nicht ganz Hälfte. Man hätte früher das Playset für 180 oder so bekommen, aber egal. Ja. Ja, also wie gesagt, das wäre eigentlich auch schon alles. 13 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. That's the best.